Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft und heute machen wir noch das letzte Türchen von unserem Kalender auf, das heißt einmal wieder in den Shop. Und im letzten Türchen heute haben wir eine neue Welt erhalten. Wir hatten ja davor immer Skins erhalten, jetzt zum Schluss kommt noch meine Welt und ich finde, das ist noch ein schöner Abschluss von unserem Kalender. Und ja, da gehen wir auch gleich rein und gucken uns das Ganze einmal an. Wir wollen das Ganze erstmal noch bewerten. Ich habe ja schon ein bisschen kurz reingeschnuppert und kann wirklich sagen, dass es eine tolle Welt ist. War im Weihnachtsstil. Ich war schon vorbei, aber trotz alledem eine schöne Karte. Die kann man sich aufheben fürs nächste Jahr oder ein bisschen verändern, wie man möchte. Von daher bewerte ich das Ganze heute mal hier mit 5 Sternen. Ist mir das Ganze doch schon wert. Und schon sind wir auf der Welt drauf. Wir erleben jetzt hier, sag ich mal, im Weihnachtsstyle noch ein paar Städte. Insgesamt sind es 5 Orte, die wir hier bereisen können. Man spawnt am Anfang hier in so einem mittelalterlichen Dorf. Erstaunlicherweise ist alles auch gemütlich eingerichtet. Ich kann natürlich jetzt in dieser Folge nicht jedes Gebäude einzeln zeigen. Aber ich kann wirklich sagen, jedes Gebäude ist eingerichtet. Von daher kann man sich die Welt auch mal einfach runternuckeln. Denn kann man auch viel hier erkunden, was das hier alles sein sollte oder könnte. Ist es jedenfalls groß eingerichtet. Ich glaube, das soll eine Uhr darstellen. Naja, jedenfalls ist hier alles gemütlich eingerichtet worden und das alles zu zeigen würde übelst lang dauern. Von daher würde ich einfach mal rumfliegen, euch einen kleinen Einblick in die Welt schaffen und ja, dann schicke ich euch mal los. Tja, und das ist hier natürlich unsere letzte Welt, die wir im Kalender erhalten haben. Ich muss wirklich sagen, eine sehr schöne Welt, besonders die Burg ist, glaube ich, das Highlight der Welt von den ganzen Städten. Das soll auch als Stadt zählen, also von der Größe her und der Pracht, wie die aufgebaut ist, ist ja schon wirklich eine riesige Stadt. Die ist auch komplett eingerichtet, ich habe da nur leicht ein bisschen reingeschnuppert, aber ich kann wirklich nur sagen, die ist komplett eingerichtet. Bis unter dem Dach kann man überall hin und ist wirklich schön. Besonders ja auch gleich, wenn man reinkommt, dieser riesige Thronsaal und der schöne Thron, wo ich mich gleich raufsetzen werde. So, und zum Abschluss unseres Kalenders doch eine sehr schöne Welt. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht eine Baufolge. Der Kalender ist jetzt vorbei, Freunde. Das heißt, Baufolgen kommen wieder. Vielleicht auch eine Simpsons-Folge. Ich will ja nichts sagen, aber vielleicht kommt das ja noch die Woche. So, aber ansonsten, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Vielleicht habt ihr die Hot and Dog-Folge gesehen. Ansonsten verlinke ich sie dir am Ende. Und ja, der Kalender ist zu Ende. Also, tschüss.